Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir haben beim letzten Mal das vollendet, Bruchstücke der Vergangenheit. Wir haben da den Auftrag bekommen von diesem Steingesicht, ja, Silus zu töten, nämlich hier, ja, und das haben wir nicht getan. Der hat uns gleich zwei Tremoras da auf dem Pelz gehetzt und ich muss kurz mal speichern. Und denen haben wir den Schlüssel da für den Schrein abgenommen und da haben wir gesagt, schauen wir beim nächsten Mal rein und das machen wir doch glatt jetzt einmal. Schlüssel erforderlich und rein geht's. Und jetzt bin ich aber gespannt, was da auf uns zukommt, weil so ungefährlich ist der Typ ja nicht, wenn der Tremora beschwören kann. Und ein Herausforderer seid ihr ja, Schwächling! Zauberer und Tremora, Leute, ja. Okay. Okay, das wird ein wenig gefährlich. Die Herzen nehmen wir. Da haben wir auch noch Platz dafür. Und Stab, alle betroffenen Untoten bis zur Stufe 8. Ja. Stäbe nehmen wir, sind auch was wert. Und da ein Eiszauberer, ein Tremora. Auch ein Tremora. Nun gut. Durchsuchen wir das Zeug mal. Und ja, ich glaube, das wird jetzt noch Goldbahn, Ebenerzbahn, ja. Kann sein, dass wir bald einmal überlastet sind. Was ist denn da am Boden? Ich sehe das so nicht. Aber ich arbeite jetzt nur mehr mit den Tremors, weil ich ja wieder Pelzheben der geringen Schießkunst. Gewicht 2, das geht noch. Da, Goldbahn. Bis wir überlastet sind, egal. Glühstaub ist okay. Ektoplasma auch. Zauberbuch, Feuerblitz. Schwarzer Seelenstein. Durchsuchen, Schatulle, die ist leer. Den Topf brauchen wir nicht. Mondstein, ja. Ja, die Zutaten lassen wir auch weg. Da ist noch eine Truhe, schnell. Gold. Meko, geht's dir gut? War's das dann auch schon, oder was? Rolle Schneesturm. Und das, ja, Schneesturm ist okay. Da gibt's auch noch eben... Ebenerzhelm der höchsten Beschwörung. Gut. Elixier, was war das? Ebenerzbahn. Die Schatulle ist auch leer. Verzeichnis. Verständiges Verzeichnis der Rüstungsverzauberungen. So. Und dann müssen wir gleich einmal. Goldbahn. Noch immer nicht überlastet. Jungs, ihr bleibt da. Okay. Da gibt's noch was. Frostsalze, Knochenmehl. Ja, das ist halt ein Schrein, ne? Und einen Topf mitgenommen. Noch schnell. Auf die Schnelle, ich glaub's ja nicht. Elixier und das Gold. Glühstaub. Ja, Schatulle leer, durchsuchen Truhe. Da haben wir den Stahlhornhelm, ja. Der geht auch noch, damit sie leer ist. Und da ist ein Stab, ja. Stab der Verbannung. Ja, dachte ich mir doch, dass wir jetzt überlastet sind. Sonstiges schmeißen wir gleich mal etwas weg, nämlich... Verflixt. Den Topf einmal, ja. Ja. Haben wir noch immer zu viel da. Bekleidung, irgendeinen Sparren.
Den Zwergenhelm schmeißen wir weg. Okay. Gut so. Ah, ich glaube, das war's dann hier auch schon. Verflixt. Ist schon ein bisschen unangenehm da in so engen Räumen mit den Jungs, aber ich schau noch mal rein. Die orkische Streitaxt. Okay. Ja, Trimoras Jungs. Weltstiefel, keine verzauberten, nichts dergleichen. Da schauen wir, da ist sicher noch Geld drin, ja genau. Und dann da auch noch. Amethyst und Gold, genau. So. Und war's das dann auch schon? Ich schaue hier nur noch kurz mal um die Ecke. Okay. Na gut. Wenn ihr wisst, ob ich da jetzt was vergessen habe, weil das scheint mir doch ein wenig zu kurz, dann müsst ihr mir das einfach posten. Wir schauen jetzt noch schnell einmal da ins Museum dann. Zu unserem, ja, schon vermeintlich Toten, ne, den wir nicht getötet haben. Und meistens auch irgendwas dabei, was so extrem cool ist. Nee. Na gut. Schauen wir noch schnell ins Museum. Die Karte, wo ist die? Zack, zack. Und Dämmerstein, da müssen wir her. Und da machen wir einen kleinen Besuch. Schauen uns das Schwert an. Wenn er jetzt uns belogen hat, dann kriegt er mir auf die Kapuze. Und ansonsten war das jetzt der Abschluss dieses Quests. Ja. Hat ja auch lange genug gedauert und jetzt ist mir das Spiel eingefroren. Leute, ich mache einen kurzen Schnitt. Ja. Bis gleich. Ciao. So, habe ich neu geladen und auf geht's nach Dämmerstein. Und ich bin gespannt, ob das Ding jetzt auch hält, was es verspricht. Ja, da werden wir wohl flästig drehen, dann haut er schon hin. Wir machen noch einen kurzen Blick ins Museum, um zu sehen, ob der auch gehalten hat, was er jetzt versprochen hat. Und es ist schon wieder finster und unser Pferd ist mit uns gereist, wie wir sehen. Sorry, da ist schon wieder spät. Wir machen da wieder ein wenig Licht. Und das dauert auch immer so lang. Ja, das geht sich schon noch aus in dem Video. Und passt ja. Der Himmel ist extrem cool in der Früh. Sir Fowler Sack meldet sich auch zu Wort. Passt. Sind alle wieder glücklich und zufrieden. Möchte nur wissen, wo der Junge hin ist, der uns was gegeben hat. Möchte auch wissen, was das war. Ich glaube, das werden wir jetzt mal verscherbeln irgendwie und sehen, was der dann mit uns vorhat. Also der könnte die Fahnen auch ein wenig da, ja, reparieren. Wir gehen mal rein da. Komm her. Silus. Schauen wir mal, wie es dir geht. Nach dieser bösen Erfahrung. Es ist schön, euch wieder in meinem Museum begrüßen zu dürfen. Ich schulde euch mein Leben. Ja klar, tust du das. Es ist schön, euch wieder in meinem Museum begrüßen zu dürfen. Ich schulde euch mein Leben. Ja, plötzlich so bescheiden, wie geht denn das? So, schauen wir mal nach. Da sind die Kleider, das Zeug, die Bücher. Und die Klingen, genau das haben wir ja ihm gebracht. Das Heft, die Klingen und den, ja, Kraft.
Mehr warst du ja nicht, ne? Okay, somit sind wir zufrieden. Können wir das jetzt mitnehmen? Ne? Da gibt's gar nichts zum Aufschließen. Egal. Gut. Silus, ja. Ich hätte nie gedacht, mich einmal nach nichts als nur nach Ruhe und Frieden zu sehnen. Doch dafür hat der Schrecken unseres kleinen Abenteuers gesorgt. Es ist schön, euch wieder in meinem Museum begrüßen zu dürfen. Ich schulde euch mein Leben. Ja, deine Dankbarkeit könntest auch irgendwie anders zeigen. Da ist alles still. Wir können da gar nichts mitnehmen. Nun gut, Leute. Das war jetzt der Quest, ja. Noch einmal. Bruchstücke der Vergangenheit. Und seht ihr, da ist noch ein Pünktchen offen. Und ja, Dosita hat eben ein weiches Herz. In diesem Sinne, endlich abgeschlossen, so ein kleiner Sidequest. Und beim nächsten Mal machen wir einfach die Quests, die da oben stehen, ja. Nach der Reihe und erst dann wieder ein verschiedenes, weil wenn wir da was in die Wege leiten, dann geht es da oben schon wieder weiter. Also ja, denke mal, nach der Reihe und wir schauen dann, wie es da dann weitergeht. Gut so, Dosita, Wilkas und Sir Fowler sagt Nummer 2 verabschieden sich jetzt. Wünschen euch noch eine schöne Nacht, ja? Mit einem Close-Up zu einem Elchenkopf. Euer Toso. Ciao.